Kurz zu Lars Walter, er ist selbsternannter Weltretter natürlich, absolvierte 2008 seine Schauspielausbildung in Köln und war dann auch im Schauspiel tätig, hat dann aber aufgegeben laut einem seiner YouTube-Filmchen, weil ihm das zu oberflächlich wurde und so verschlug es ihn dann in die Sprecherkabine als Synchronsprecher. Und seit Juni 2017 liefert er, dank seiner Frau Nicole, ihr müsst die Filmchen anschauen, dann versteht ihr es, jeden Montag mit dem Veggie World Podcast, einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Vegan-Podcasts, Tipps und Interviews für die pflanzenbasierte Lebensweise. Und neben seiner Vortragsreihe Everyday Heroes, mit der er heute hier ist, steht er auch im Stand-Up-Comedy-Programm Gutmenschenalarm auf Tour. So, herzlich willkommen, Lars Walter. Bitte sehr. Bitte schön. Aha, ja, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für die liebe Anmoderation. Schön, dass ihr hier seid. Erstmal, ich finde es großartig. Ich finde es der Hammer, wie voll das jetzt schon ist und dass ihr euch an einem wunderschönen, super verregneten Samstagmorgen hierher schleppt und jetzt schon die Welt gerettet habt. Das ist großartig. Mein Name ist Lars, wie gesagt, und mein Vortrag heißt Everyday Heroes, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Und mit diesen Everyday Heroes seid ihr gemeint, ihr alle, wir alle, denn wir alle können jeden Tag die Welt retten. Und warum und wie? Darüber möchte ich jetzt mit euch reden. Aber erstmal in die Runde gefragt, wer von euch hatte als Kind oder vielleicht auch als erwachsene Person den Wunsch, Superheld zu werden oder Superheldin? Ach, Schweiz, ich liebe euch. Ihr seid großartig. Ich habe noch nie so viele Superheldenwünsche gesehen. Fantastisch. Was war denn dein Superheld der Wahl? Iron Man. Okay, Hammer. Wer von euch wollte Superheldin werden? Oder auch ein Herr, der Superheldin werden wollte? Alles gut. Was war deine Superheldin der Wahl? Ja? Du wolltest Autounfallopfer retten. Das ist fantastisch spezifisch. Hervorragend. Ja, hervorragend. Ich wollte auch, mein erster Berufswunsch ist ohne Witz wirklich Superheld. Ich wollte Power Ranger werden, aber wobei die beiden sehen eher aus wie Minions mit Fetisch. Aber das ist auch eine andere Geschichte. Aber ich wollte unbedingt Power Ranger werden. Und das ist jetzt schon ein Weilchen her, so 2-3 Jahre, weil ich auch einfach nicht mehr in den Anzug passen würde, aber irgendwann ist mir aufgefallen, man muss gar keine Superkräfte haben, um die Welt zu retten. Man muss keinen Hitzeblick oder Superpuster haben. Wir müssen kein riesen Bankkonto haben wie Batman. Wir können alle jeden Tag die Welt retten. Und das hat mich unglaublich ermutigt. Und wobei die Frage ist eigentlich, müssen wir wirklich die Welt retten? Ich meine, wer von euch glaubt, dass die Welt überhaupt gar nicht in Ordnung ist, dass da irgendwas schief läuft. Wer von euch glaubt das? Okay, fantastisch. Vielen Dank. Danke. Ciao. Nee? Okay, ihr habt schon echt alle begriffen. Schweiz, ihr seid der Hammer. Vielen Dank. Übrigens, wenn ihr da hinten steht, hier sind noch freie Plätze. Und ich beiße nicht, ich bin Veganer. Ich glaube auch, dass wir die Welt retten müssen. Und ich glaube, wir müssen sehr, sehr große Schritte unternehmen, um die Welt zu retten. Kurze Bemerkung vorweg, ihr dürft gerne Fotos machen von den Folien. Ich habe am Ende auch eine Folie, wo zum einen ein Link zu dem ganzen Vortrag im Internet nochmal ist. Das heißt, wenn ihr irgendwas nachschauen wollt später, findet ihr das bei YouTube. Und wenn ihr möchtet, ich habe einen Link zu meinen gesamten Quellen. Denn ich bin ein Freund von, bitte glaubt mir nicht, sondern schaut es selber nach. Und wenn es irgendwelche Themen gibt, wo ihr sagt, da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher, ich möchte nochmal tiefer ins Thema gehen oder. Ich habe auch viele Menschen, die sagen, ich möchte selber einen Vortrag halten, dann könnt ihr da gerne nachschauen, aber macht sehr gerne Fotos, wenn ihr mögt. Wer bin ich, dass ich überhaupt hier stehe und mit euch rede? Was soll das? Ich bin, wie schon sehr schön gesagt, Schauspieler, das heißt, ich kann nichts außer reden. Ich bin also herzlich wenig nützlich generell, bin 32 Jahre alt, komme aus Düsseldorf und habe vor 7 Jahren mittlerweile größtenteils die Kamera aufgegeben für das Mikrofon, bin als Synchronsprecher und Regisseur tätig, wobei ich mache mittlerweile ein paar mehr Sachen und war unter anderem für diese Herrschaften hier tätig, vor und hinter dem Mikrofon. Ich bin also in Essenz weder Wissenschaftler noch Arzt noch Vorstand einer NGO oder Umweltorganisation, ich bin einfach nur ein Typ. Und dieser Vortrag ist einfach nur daraus entstanden, dass ich etwas tun wollte und 2 Monate lang recherchiert habe, um diesen Vortrag zusammenzubauen,
Das heißt, er ist zum einen nicht unfehlbar und zum anderen möchte ich damit sagen, es braucht keine Superspezialisten, damit wir rausgehen können, um etwas zu tun. Ich mache seit Mitte 2017 den Veggie World Podcast zusammen mit einem wundervollen Team bei der Veggie World und natürlich durch Unterstützung meiner Frau, denn ohne die wird eh gar nichts gehen. Alle verheirateten Männer wissen, wovon ich rede und alle verheirateten Frauen auch. Der Podcast hat mittlerweile fast 300.000 Downloads und wir haben mittlerweile 115 Episoden. Der kommt jeden Montag raus, ist komplett umsonst, ich kann ihn sehr empfehlen. Wir haben Infofolgen über so ziemlich alle Themen, die das Herz begehrt, sowohl Anfänger-Themen, wenn ihr euch das überhaupt das erste Mal gerade mit Veganismus beschäftigt, wenn ihr überhaupt gerade erstmal neugierig seid, darüber haben wir Themen. Wir haben aber auch definitiv Themen für alte Häsinnen und Hasen. Und natürlich mache ich das nicht einfach die ganze Zeit allein. Ich habe mittlerweile, ich glaube, knapp 100 Interviewgäste, unter anderem Sophia Hoffmann, eine großartige Köchin aus Berlin, die auch ein Zero-Waste-Kochbuch geschrieben hat. Nico Rittenau ist ein sehr weit verbreiteter Ernährungsberater, den ich auch sehr empfehlen kann. Aljoscha und Gordon kommen später auch noch, ein Comedy-Duo aus Hamburg und. Also wir haben wirklich zahlreiche Leute. Warum mache ich das alles? Ich habe 2012 einen Vortrag gesehen von diesem Herrn, Dr. Richard Oppenländer, das ist ein Zahnarzt aus den USA, der einen Vortrag über den Zusammenhang zwischen unserem Konsum und der Umwelt hält. Gibt es immer noch bei YouTube übrigens und der hat auch ein Buch geschrieben oder mehrere mittlerweile. Das Buch ist unter anderem Basis für diesen Vortrag geworden. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt gedacht, ich bin doch Umweltschützer, ich tue doch alles für die Umwelt, ich wähle grün und bla bla, bis ich dann gemerkt habe, der Konsum, den ich tagtäglich vollführe, hat gar nichts mit Umweltschutz zu tun. Und ab dem Zeitpunkt habe ich angefangen umzudenken, gemeinsam mit meiner Frau, und seitdem sind wir da ein bisschen auf einem Weg, wo wir versuchen, uns zu verbessern. Das Wichtige ist, dieser Vortrag sagt nicht, Veganer sind die besseren Menschen. Dieser Vortrag soll nicht sagen, okay, ich esse Sojawurst, jetzt ist alles gut, wobei Sojawurst wirklich gut ist, sondern dieser Vortrag soll sagen, wir können alle etwas verändern. Egal, ob wir vegan leben oder nicht, es geht darum, dass wir alle in einem Boot sitzen. Ich möchte also niemandem auf die Füße treten. Es geht wirklich darum, dass wir alle die Probleme erkennen, die unseren Planeten betreffen und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Und ich werde einen Teil dieses Vortrags hat definitiv mit Ernährung zu tun, aber ich versuche auch Tipps zu geben, wie wir noch mehr tun können, selbst wenn wir vegan leben. Und noch ein ganz kleiner Disclaimer vorweg. Dieser Vortrag enthält keine schlimmen Bilder. Die erste Hälfte des Vortrags wird aber ziemlich düster, weil ich den Zustand unseres Planeten beschreibe. Und der sieht nicht sehr gut aus. Es geht also erstmal ziemlich tief ins Lande Mordor hinein, aber ich verspreche euch, es geht danach auch an die Lösung und danach wird alles wieder happy hippo. Zuerst möchte ich mich an diesem Wort aufhängen, Nachhaltigkeit. Ich habe da nämlich ein Riesenproblem mit diesem Wort. Nachhaltigkeit wird nämlich nicht nur inflationär viel von ganz vielen Firmen benutzt, ob das jetzt Nestle ist, die während sie Menschen das Trinkwasser abpumpen, eine riesen Nachhaltigkeitskampagne auf ihrer Seite haben, oder ich weiß nicht, ob es den hier in der Schweiz gibt, in Deutschland gibt es den 1-Euro-Laden Teddy, die haben eine riesen Nachhaltigkeitskampagne, während sie gleichzeitig giftige Artikel aus dem Handel zurücknehmen müssen und. Mein Problem mit dem Wort Nachhaltigkeit ist auch die Bedeutung, denn nachhaltig bedeutet letztendlich, dass wir die Dinge nicht einfach nur schlimmer machen, als sie jetzt schon sind. Ich finde, wir sollten uns aber ein besseres, ein höheres Ziel suchen, nämlich regenerativ zu arbeiten. Denn ähnlich wie beim Karate, wenn wir versuchen, ein Brett durchzuhauen, dann müssen wir hinter das Brett zielen, damit wir vielleicht das Brett durchbrechen können. Also wenn wir uns ein höheres Ziel setzen, dann haben wir eine höhere Chance, dass wir zumindest irgendwo bei den 90% landen. Was hat also unser tägliches Essen eigentlich mit unserer Umwelt zu tun? Was hat unser tägliches Frühstück, Mittagessen und Abendessen mit den 844 Millionen Menschen weltweit zu tun, die ohne sauberes Trinkwasser leben? Oder den über 2 Milliarden ohne ordentliche Sanitäranlagen? Was hat unser Frühstück, Mittagessen, Abendessen mit den über 800 Millionen Menschen weltweit zu tun, die hungern? Oder den 2 Milliarden mangelernährten Menschen? Was hat unser Essen mit dem Massensterben von Walen, Delfinen, Meeresschildkröten, Albatrossen und Haien zu tun? Es ist natürlich eine Fangfrage, eine ganze Menge. Es ist ein Kreislauf und dieser Kreislauf gerät zunehmend außer Kontrolle. Deswegen müssen wir etwas tun. Und die Zeit der kleinen Schritte ist wirklich vorbei. Denn wir haben es hier einfach mit enormen Zahlen zu tun. Wir sind momentan ca. 7,7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und jeden Tag kommen 200.000 dazu. Und das ist nicht die Geburtenrate, davon ist die Sterberate schon abgezogen. Das heißt, pro Werkwoche, Montag bis Freitag, werden wir 1 Million Menschen mehr auf diesem Planeten. Und diese Menschen müssen natürlich ernährt werden. Das heißt, wir
züchten, halten und schlachten jedes Jahr ca. 70 bis 75 Milliarden Landtiere, davon allein 60 Milliarden Hühner. Und wir fangen ca. 2,3 Billionen Fische. Das sind 2300 Milliarden Fische plus ca. 160 Milliarden Fische aus der Fischzucht oder Aquakultur, Fischfarmen. Ca. 88,4% der deutschen Bürger, aber ca. auch 88% der weltweiten Bevölkerung essen mischköstlich, also Fleisch, Fisch, alles was dazugehört. Ca. 10% ernähren sich ovo-lacto-vegetarisch, also Milch, Eier, Honig. Und ca. 1,6% bis 2% leben rein pflanzlich, also vegan. Bei dem momentanen Konsum, den wir so praktizieren in Europa, bräuchten wir 3,2 Planeten Erde. Weltweit ist es 1,7 Erden, die wir bräuchten. Wenn wir Richtung Amerika und Australien schauen, bräuchten wir 5,1 Planeten Erde. Vielleicht ist es euch aufgefallen, mir ist es sehr spät aufgefallen, wir haben nur eine. Und es ist spannend mal zu schauen, was habe ich eigentlich für einen persönlichen Fußabdruck auf diesem Planeten. Da könnt ihr auf diese wundervolle Seite gehen, footprintcalculator.org, und ich merke gerade, mein Laserpointer tut gar nichts bei diesem Fernseher. Footprintcalculator.org, da könnt ihr euren eigenen Fußabdruck mal ausrechnen. Das ist relativ akkurat, es sind viele Regler und zusätzliche kleine Einstellungen, die ihr vornehmen könnt. Ich zeige euch auch nachher, was ich für ein Ergebnis habe. Und das ist sehr spannend, denn da können wir schauen, ja okay, so sieht die Welt aus, aber was mache ich eigentlich? Und das Wichtige ist, wir müssen auf jeden Fall alle etwas ändern. Habt ihr schon mal was vom Earth Overshoot Day gehört? Okay, nicht viele. Wer von euch hat noch nichts davon gehört? Ist nicht schlimm. Okay, kein Problem. Der Earth Overshoot Day ist der Tag, an dem die Ressourcen des Planeten für dieses Jahr aufgebraucht sind. Und ab diesem Zeitpunkt leben wir quasi mit den Ressourcen des nächsten Jahres. Der war letztes Jahr am 2. August. Dieses Jahr war er, glaube ich, am 29. Juli weltweit. In Deutschland, wo ich herkomme, war er bereits am 2. Mai. Weil wir in Deutschland deutlich mehr Ressourcen verbrauchen als der Durchschnitt der Welt. Und das ist wirklich ein Problem, denn wir verbrauchen konstant mehr Ressourcen, als das Jahr eigentlich zur Verfügung hat und klauen damit unserer Zukunft die Ressourcen. Und das ist auch kein Wunder, denn die Tierhaltung ist letztendlich eine der größten Ressourcenverschwendungen, die man sich vorstellen kann. Ein Drittel unseres Trinkwassers geht für die Tierhaltung weltweit drauf, ebenso wie 80% unserer Agrarfläche. 45% der weltweiten eisfreien Landmasse, von der es ja immer weniger gibt, von der Eislandmasse, 45% der eisfreien Landmasse sind nur für die Tierhaltung zuständig, also für die Tierhaltung selbst und für die Futtermittelproduktion. Dafür bekommen wir auch einiges zurück. Ah nee, nicht das, das sind menschliche Exkremente. Das hier. Das 130-fache an Exkrementen von dem, was wir als Menschen jemals produzieren könnten. Eine Farm, eine Rinderfarm mit 2000 Rindern verbraucht oder erzeugt so viele Exkremente wie eine Stadt mit 40.000 Einwohnern jeden Tag. Das ist ein Haufen Scheiße. Und allein in Deutschland erzeugen wir jedes Jahr 200 Millionen Kubikmeter an Gülle und Exkrementen. Jedes Jahr. Und das erzeugt auch eine Menge Klimagase. Was glaubt ihr, wie hoch ist der Prozentsatz an Klimagasen, die von der Tierindustrie so erzeugt wird? 2%, 20%, 200%, das geht nicht. Okay, was denkt ihr so? Wie hoch ist der Prozentsatz an CO2-Emissionen durch die Tierindustrie? 25, 70, 30? Okay, gute Schätzung. Er liegt bei ungefähr 18%. Es kommt darauf an, die Zahl fluktuiert sehr stark, je nachdem, welche Studie man fragt. Die stabilste und am häufigsten aufkommende Zahl, die ich gefunden habe, sind 18%. Die zusammengenommenen Klimagase durch den gesamten Verkehrssektor weltweit sind ungefähr 13%. Also sämtliche Tanker, Schweröl, Schiffe, Kreuzfahrtschiffe, Flugzeuge, Züge, Autos, alles zusammen 13%. Und die Klimagase, je nachdem, welche Studie man fragt, zwischen 14% und 51%. Die gehen sehr weit auseinander. Aber egal, wo sie sind, ob sie nun 14% sind oder 18%, sie sind mehr als der gesamte Verkehrssektor. Und sie sind damit definitiv zu viel. Und es geht dabei nicht nur um CO2, sondern auch um CO2-Äquivalente, sogenannte, also andere Gase, die auch das Klima schädigen. Zum Beispiel sind wir mit der Tierhaltung für 65% der Stickstoffoxide verantwortlich. Und Stickstoffoxid ist was ganz Tolles, das ist nämlich 296 Mal schädlicher fürs Klima und für die Erde und braucht über 100 Jahre, bis es abgebaut wird. Und das wird vor allem in der Tierindustrie erzeugt. Okay, essen wir nur noch Bio. Bio macht alles gut.
Bio ist auch generell ein sehr guter Schritt. Auch Bio-Landwirtschaft ist generell ein sehr guter Schritt. Wir essen aber sehr viel weniger Bio, als wir so denken. Allein in Europa essen wir nur ca. 1,5% unserer tierischen Lebensmittel in Bio-Qualität. Und wer von euch hat schon gehört, okay, ich esse nur ganz, oder selber gesagt, das ist auch vollkommen okay, ich esse nur ganz wenig Fleisch und wenn, dann auch nur vom Biometzger um die Ecke meines Vertrauens. Okay, gesagt oder gehört. Okay, cool. Ich habe es auch sehr oft gehört, ich habe es mit Sicherheit auch damals mal gesagt. Ich frage mich immer, warum vertrauen wir nur Biometzgern um die Ecke und nie auf geraden Straßen? Ich weiß es nicht. Das Problem ist, dass wir immer viel, viel weniger Bioprodukte essen, als wir denken. Und Bioprodukte sind ressourcentechnisch, aus tierischer Haltung, nicht die Lösung. Denn ein laut EU-Ökolandbauverordnung, tolles Wort, gehaltenes Tier verbraucht letztendlich mehr Land, mehr Wasser, mehr Nahrung und mehr Ressourcen. Und erzeugt letztendlich auch mehr Klimagase, weil es länger lebt, dieses Tier. Das heißt, das ist letztendlich ressourcentechnisch nicht die Lösung. Und schauen wir uns mal einen Vergleich an. Ich weiß nicht, habt ihr hier das Tierwohl-Label in der Schweiz? Ne? Ja? Wir haben in Deutschland jetzt ganz toll neu das Tierwohl-Label eingeführt, ganz großes Kino. Und hier sehen wir den Unterschied zwischen Stallhaltung, also der niedrigsten Kategorie, Kategorie 1, da hat ein Schwein ca. 75 Quadratzentimeter Platz zu leben. Nicht um da Netflix zu gucken, sondern um dafür immer zu leben. Ja? Und wenn wir das vergleichen mit der Kategorie 4 Premium Bio, da hat es anderthalb Quadratmeter Lebensfläche plus fast 67 Quadratzentimeter Auslauf. Das ist der Hammer. Diesem Schwein geht es hervorragend. Also da können wir uns auch fragen, wie viel Unterschied macht es eigentlich für die Tiere, ob wir da jetzt Bio oder nicht Bio essen? Ressourcentechnisch ist es nicht die Lösung. Okay, essen wir also nur ganz wenig Fleisch, ja, vom Biobauern um die Ecke. Aber selbst wenn wir mit den 90% der Menschen, die weltweit Fleisch essen, nur einmal die Woche Fleisch essen würden, was wir ja immer so hören, dann würden wir immer noch ein Siebtel dieser Dinge tun. Also wir würden immer noch ca. 10,7 Milliarden Landtiere schlachten weltweit. Wir würden immer noch ca. 328 Milliarden Fische fangen. Es würden immer noch über 100 Millionen Menschen Hunger leiden oder vielleicht würden die dann zumindest mal was zu essen abkriegen. Wir würden aber auch immer noch das 18-fache an Exkrementen erzeugen von dem, was wir jetzt gerade mit der Tierhaltung erzeugen. Okay, aber was sollen wir machen? Sollen wir jetzt wirklich Sojawurst essen und Sojamilch trinken? Aber Soja ist doch schlecht für den Regenwald. Und das stimmt, Soja ist schlecht für den Regenwald, denn für die Soja-Futtermittelproduktion wird extrem viel Regenwald abgeholzt. Circa 80% der Regenwaldbrandrodung wird für Tierfuttermittel gerodet. Circa 15% gehen als Sojaöl in Kosmetika und andere Produkte, vor allem für die USA. Und 5% gehen in Tofu und menschliche Lebensmittel. In Europa verzehren wir aber vor allem europäisches Soja. Also Italien, hier in der Schweiz wird angebaut, in Österreich wird angebaut. Da brauchen wir uns als Sojakonsumenten keine Gedanken machen. Worüber wir uns Gedanken machen sollten, ist das Abbrennen des Regenwaldes. Denn jedes Jahr wird eine Fläche allein im Amazonas von 137.000 Quadratkilometern gerodet. Das ist eine Fläche von 3 Bundesländern in Deutschland, die wir jedes Jahr in Brand setzen. Und ich lebe in dem da, deswegen finde ich das nicht so geil. Und gut, ich meine, das sind jetzt auch nur Bäume, ne? Bäume erzeugen jetzt kein freies WLAN oder Wi-Fi, aber sie erzeugen halt Sauerstoff. Und zwar erzeugen die Regenwälder weltweit 1/5 unseres Sauerstoffs. 1/5, 20%. Was sollen wir machen, wenn der Regenwald weg ist? Soll jeder 1/5 von uns die Luft anhalten und wir wechseln uns ab? Ich weiß es nicht. Und es wird davon ausgegangen, dass wir 50% unserer an Land lebenden Tier- und Pflanzenarten nur in Regenwäldern finden. Das heißt, die Hälfte der Lebewesen, die wir an Land haben, kommt ausschließlich in Regenwäldern vor. Wir wissen ganz viel noch nicht. Wir haben ganz viele dieser Tier- und Pflanzenarten noch nicht mal erforscht. Aber dennoch gehen jeden Tag 137 davon für immer verloren. Sterben aus. Jeden Tag. Und das letztendlich für unseren Tierfuttermittelkonsum. Denn auch das Soja aus Südamerika wird nach Deutschland transportiert und nach Europa generell für Tierfuttermittelproduktion. Okay, essen wir so gar kein Fleisch mehr. Überzeugt. Aber Fisch essen wir noch, wenn diese Fernbedienung wieder funktioniert. Essen wir wieder Fisch. Meine Fernbedienung möchte nicht. Jetzt funktioniert es wieder. Vielen Dank. Essen wir also noch Fisch, weil Fisch ist gesund, ja, hören wir immer, und Omega-3-Fettsäuren und so. Außerdem sterben Fische auch leise und das Meer ist ja auch nur so der blaue Rand vom Strand und so. Aber Fische sind sehr in Mitleidenschaft gezogen. Mit der Fischindustrie zerstören wir systematisch unsere Meere. Ich habe eben schon gesagt, wir fangen jedes Jahr ca. 2,3
Billionen Fische und ich weiß, hier fehlen noch Nullen, das ist mir heute Morgen aufgefallen. Glaube ich, das war sehr schlecht in Mathe. 2,3 Billionen Fische und dazu kommen noch die 160 Milliarden Fische aus der Fischzucht oder Aquakultur. Und ein Drittel der Fische, die wir fangen, landen erstmal als Fischfutter in der Aquakultur, damit wir die Fische dann essen können. Das heißt, wir fangen Fisch, um Fisch zu füttern, um dann den Fisch zu essen. Sehr nachhaltig. Und das sind auch nur die Fische, die jetzt im Netz landen sollen. Denn pro Kilogramm Fisch, was im Netz landen soll, kommen noch 5 Kilogramm Beifang dazu. Das sind Fische, die einfach in der falschen Nachbarschaft waren. Ja? Und diese Fische werden dann nicht lieb gestreichelt und wieder ins Meer geworfen. Die landen dann als toter oder verletzter Müll irgendwo wieder im Meer. 5-mal so viel von dem Fisch, was wir eigentlich fangen möchten. Und das sind letztendlich auch nicht nur Fische, die uns kulturell erstmal egal sind. Das sind auch coole Typen wie Flipper. Und Flipper ist da nicht alleine. Jedes Jahr sterben ca. 300.000 Wale und Delfine in den Fangnetzen und Fangleinen der Fischer. Dazu kommen ca. 250.000 Meeresschildkröten, 100.000 Albatrosse und 100 Millionen Haie. Das sind 3 Haie die Sekunde. 3, 3, 3, 3. Und Haie haben bei uns natürlich einen schlechten Ruf, zahlreichen Filmen sei Dank. Aber Haie sind extrem wichtig. Sie sind die Gesundheitspolizei der Meere. Vor allem in Korallenriffen sind Haie sehr wichtig. Und Korallenriffe sind eh schon sehr angegriffen. Wenn die Haie auch noch verschwinden, haben wir ein richtiges Problem. Wie kann es da noch sein, dass Fischen als nachhaltig empfunden werden kann? Wie kann es sein, dass selbst Umweltorganisationen wie WWF und Greenpeace uns Apps zur Verfügung stellen, wo wir nachhaltig gefischten Fisch kaufen können? Ich war vor ein paar Wochen im neuen Quentin Tarantino-Film und da war eine WWF-Werbung vorgeschaltet, wo es um nachhaltig gefischten Fisch ging. Wie können wir noch von Nachhaltigkeit sprechen, wenn wir 85% unserer weltweiten Fischgründe bereits erschöpft haben oder kurz vor der Erschöpfung sind? Und wer will das kontrollieren? Denn wir haben weltweit ca. 4 Millionen Fischerboote, die jeden Tag rausfahren. Wer will das alles kontrollieren, was da nachhaltig ist und was nicht? Und übrigens, 2016 kam eine Studie raus von der UN, die herausgefunden hat, dass wir 50% mehr Fisch fangen, als wir bisher dachten. Also das Doppelte an Fisch fangen, was wir eigentlich dachten, weil keine Sau hält sich an die Regeln. Und das ist natürlich auch nur die Fischindustrie. Natürlich haben wir auch die Landtierindustrie, die zur Meereszerstörung beiträgt, denn ca. 500 nitratverseuchte Todeszonen sind mittlerweile in unseren Meeren durch die eben besagten Exkremente, die natürlich auch durch Flüsse etc. in den Meeren landen. Das heißt, selbst unsere Landtierindustrie zerstört die Meere. Und wenn wir so weitermachen, dann geht die UN davon aus, dass wir 2050 keine Fische mehr, ich wiederhole, keine Fische mehr in unseren Meeren haben. Aber Plastik. Können uns Fische aus Lego bauen? Gut, jetzt habe ich euch erstmal schön die Laune versaut, aber ich habe es vorher gesagt. So, ich bin Veganer, Leute, das ist mein Job, sorry. Aber so ist es leider. Wir stehen vor einem dicken, rot blinkenden Countdown. Da steht auf 11, weil wir bis 2030 wirklich etwas ändern müssen. Und dieser rot blinkende Countdown heißt, dass wir etwas tun müssen. Nicht unsere Kinder, die ja schon auf die Straße gehen. Und nicht einfach nur die da oben. Ja, wenn ich immer gesagt kriege, die Gesellschaft muss was verändern. Wer ist denn die Gesellschaft? Wir sind die Gesellschaft. Und natürlich muss die Politik was verändern, aber die verändert vor allem etwas, wenn sie dazu gedrängt wird, vor allem durch Bürgerinnen und Bürger. Wir müssen wirklich dringend etwas verändern, denn die 10 heißesten jemals aufgezeichneten Jahre, jemals, 9 davon waren nach dem Jahr 2000. Und die Top 5 sind 2014, 2018, 2017, 2015, wo laut UN übrigens allein 9 Millionen Menschen nur durch Klimakatastrophen gestorben sind. 9 Millionen Menschen. Stellen wir uns mal vor, eine Terrororganisation würde 9 Millionen Menschen umbringen in einem Jahr. Was würden wir da auf die Barrikaden gehen? Und der bisherige Spitzenreiter 2016 wird aber, keine Sorge, dieses Jahr abgelöst von 2019, wo wir wieder einige Klimarekorde gebrochen haben. Wir müssen also dringend etwas ändern. Wenn wir bis 2030 nicht unter diesen besagten 2 Grad Klimaerwärmung nach dem vorindustriellen Zeitalter bleiben, dann schwant uns Übles. Okay. Jetzt geht's endlich an die guten Dinge. Ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht vom Begründer oder Mitbegründer der Permakultur, Bill Mollison, ein Australier, der gesagt hat, "Though the problems of the world are increasingly complex, the solutions remain embarrassingly simple."
Obwohl die Probleme der Welt immer komplexer werden, bleiben die Lösungen peinlich einfach. Und jetzt sind wir natürlich beim Thema wieder. Eine dieser wirklich effizienten Lösungen ist es, sich rein pflanzlich zu ernähren. Sich vegan zu ernähren. Und ich habe eben gesagt, ich sage mal meinen Wert, den ich habe, was den Klimaabdruck angeht. Das ist der durchschnittliche Wert, den wir so in Deutschland haben. Und das war bis vor kurzem mein Wert, was so den Fußabdruck angeht. Aber den habe ich mir auch schon zerschossen. Ich habe nämlich dieses Jahr die Klimasünde begangen und bin geflogen. Ich war den gesamten September in den USA, um dort eine vegane Doku zu filmen und da ungefähr 20 Spezialisten zu interviewen zu veganer Ernährung. Und ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt, Leute, dass ich mir vorgenommen habe, jetzt nicht mehr zu fliegen, und zwar nie wieder. Und Greta Thunberg hat es ganz großartig vorgemacht. Wir können auch einfach ein Segelboot nehmen. Also es ist unbequem. Es ist definitiv unbequem. Was noch unbequemer ist, ist, wenn die Welt kaputt ist. Also wir können eine Menge ändern. Und das ist nicht, weil ich so ein geiler Typ bin, sondern weil ich einfach zeigen möchte, dass wir mit unserem eigenen Konsum extrem viel ändern können. Und das ist auch kein Wunder, denn die tierischen Lebensmittel sind einfach das Ineffizienteste, was wir uns vorstellen können. Wenn wir an die reine Energie denken, die wir in ein tierisches Lebensmittel reinstecken, dann ist das so ineffizient wie kaum etwas sonst. Wir haben, wenn wir 100 Kilokalorien an Energie reinstecken in ein Tier, dann kriegen wir allein bei Milch einen Energieverlust von 60%. Wenn wir an Eier denken, verlieren wir 78% der Energie, die wir da reinstecken. Bei Hühnern sind es 88%, bei Schweinefleisch ist es 90% und bei Rindfleisch ist es das Schlimmste, 97% der Energie, die wir in Rindfleisch stecken, geht verloren. Das ist etwa so, als wollten wir 3 Kilometer Auto fahren, aber müssten für 100 Kilometer tanken. Das wird keine Sau mitmachen. Aber bei Fleisch machen wir das, ohne mit der Wimper zu zucken mit. Das finde ich echt kurios. Wir können also eine Menge Energie sparen, Land sparen, Ressourcen sparen und vor allem auch Wasser sparen. Schauen wir uns mal im Detail an, was wir an Wasser sparen, wenn wir uns pflanzlich ernähren. Für 1000 Liter Wasser bekommen wir zum Beispiel an tierischen Lebensmitteln folgendes: 0,04 Gramm Milchschokolade oder nicht und oder für 1000 Liter bekommen wir 0,06 Gramm Rindfleisch, 16 Gramm Schweinefleisch, 14 Gramm Käse, 18 Gramm Butter, 23 Gramm Hühnerfleisch, 300 Milliliter Milch, ich bin fast satt, oder 5 Eier. Im Vergleich dazu bekommen wir für 1000 Liter Wasser 300 Gramm Datteln, 300 Gramm Reis, beides sehr wasserintensive Lebensmittel, circa, oder, auch hier oder, nicht und, 1,1 Kilogramm Mais, fast 1,5 Kilogramm Äpfel, 4 Kilogramm Kartoffeln, auch schön, 5 Kilogramm Kohl, 5,5 Kilo Tomaten oder 7,5 Kilo Salat. Nee, Salat. Fassen wir also zusammen. Für 8000 Liter Wasser bekommen wir entweder 480 Gramm Lebensmittel oder über 25 Kilogramm Lebensmittel. Fangfrage. Wovon werden wir eher satt? Und es geht sogar noch weiter. Mit diesen 25 Kilogramm können wir was ganz Verrücktes machen. Wir werden nicht nur satt, wir können es auch weitergeben an Menschen, die es brauchen. Zum Beispiel an die Menschen, die hungern. Zum Beispiel können wir das Wasser geben an die Menschen, die an Durst leiden. Es wird davon ausgegangen, von der, ich glaube auch der UN, die gesagt hat, wenn wir uns rein pflanzlich ernähren, könnten wir weltweit zwischen 12 und 14 Milliarden Menschen ernähren. Da wäre Hunger überhaupt gar kein Problem. Es ist umwelttechnisch gesehen die nachhaltigste Lebensweise, sich rein vegan zu ernähren. Nicht überwiegend vegan, sondern rein vegan, rein pflanzlich zu leben. Auch eine Oxford-Studie, ich weiß nicht, ob die letztes Jahr oder dieses Jahr rausgekommen ist, hat das nochmal bestätigt. Meiner Meinung nach ist es auch ethisch gesehen die nachhaltigste Lebensweise oder die regenerativste Lebensweise. Aber Ethik spielt hier keine Rolle bei diesem Vortrag. Tiere können euch scheißegal sein. Dem Klimawandel ist das egal, der passiert trotzdem. Auch gesundheitlich hat es viele Vorteile, aber das ist nicht mein Spezialgebiet. Da empfehle ich zum Beispiel Menschen wie Nico Rittenau. Aber es geht wirklich darum, dass wir jetzt Schritte unternehmen, dass wir uns jetzt versuchen, informierter zu konsumieren. Und es geht nicht darum, perfekt zu sein. Wir können nicht perfekt sein. Das wird niemals passieren. Und ich bin, wie ich gerade auch gezeigt habe, mit meinem Fliegen und so, wir sind alle nicht perfekt. Es geht darum, dass wir versuchen, besser zu werden und dass wir Schritte gehen. Und wenn ihr selbst so seid oder wenn ihr Familienmitglieder oder Freunde habt, die nachhaltiger leben möchten, die regenerativer leben möchten, jetzt benutze ich das Wort nachhaltig selber schon, inflationär, da gibt es 3 Adressen, wo ihr starten könnt, vegan zu leben. Swissvec unten habt ihr ja auch, die sind auch großartig. Und geht einfach Schritt für Schritt. Das ist das Wichtige. Und
Es geht wirklich um Prioritäten. Wollen wir den zukünftigen Generationen sagen, sorry für den brennenden Planeten, aber Hafermilch schäumt nicht so gut im Kaffee? Was ist das für eine Priorität? So, also, da müssen wir einfach mal drüber nachdenken. Und wir sind nicht alleine. Ja, wir sind allein in Deutschland leben ca. 1,5 Millionen Veganerinnen und Veganer, werden jeden Tag 200 mehr und jeden Tag kommen 2000 Vegetarier und Vegetarier dazu. In der Schweiz sind es, glaube ich, nicht ganz so viele, aber da habe ich die Zahlen leider nicht. Aber es ist wirklich wichtig und wir haben es eben schon beim letzten Vortrag gehört. Mein absoluter Lieblingswitz ist natürlich, wie erkennt man einen Veganer auf einer Party? Erzählt es einem. Super, erzählt es allen. Geht raus und erzählt es den Menschen. Seid bitte nett, aber geht raus und erzählt es allen. Informiert die Menschen. Seid nett, aber informiert sie. Geht auf die Straße, geht an Schulen, geht an Unis, geht in die Politik und erzählt es weiter, wie wir uns besser ernähren, wie wir besser leben können. Okay, jetzt denken wir, jetzt esse ich nur noch Sojawurst, jetzt ist alles super. Und das ist wirklich super. Aber wir können natürlich noch mehr tun. Denn es gibt zum Beispiel auch das Problem namens Lebensmittelverschwendung oder Food Waste. Ein Drittel unserer Lebensmittel weltweit werden jedes Jahr weggeschmissen. Ein Drittel. Und allein unser Lebensmittelmüll ist für 8% der Klimagase verantwortlich. Weltweit schmeißen wir 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel weg und in Europa allein 88 Millionen Tonnen. Das kostet die EU jedes Jahr ca. 14 Milliarden Euro. Wer schmeißt so viel weg? Bestimmt McDonald's. Gucken wir uns mal an, wer so viel wegschmeißt. 11% der Lebensmittel gehen in der Produktion flöten, zum Beispiel zu krumme Gurken oder zu gerade Bananen. 19% gehen in der Verarbeitung flöten. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Firma Stork. Kennt ihr Toffifee und sowas? Kennt ihr das? Okay. Auf jeden Fall, ich war mal in der Firma Stork in der 10. Klasse und da wurde jedes Toffifee, wo die Nuss nicht in der Mitte saß, aussortiert. Ja, solche Dinge. Wenn Lebensmittel nicht perfekt aussehen, werden sie in der Verarbeitung aussortiert. Die Gastronomie, wie zum Beispiel McDonald's und Co., werfen ca. 12% weg, weniger als ich dachte. 5% gehen im Handel flöten. Was bleibt denn da noch übrig? Ah, scheiße. Schon wieder wir selbst. 53% in der EU werden von Privathaushalten weggeschmissen. Wir selbst schmeißen so viel weg. Auch da können wir also selbst etwas verändern. Ich persönlich finde das sehr ermutigend, weil das heißt, dass ich selbst viel machen kann. Ein paar Tipps dazu. Einige mögen jetzt vielleicht mega offensichtlich sein, ich sage sie trotzdem. Wie können wir mehr verwenden statt verschwenden? Wir können unsere Woche planen. Was wollen wir in der Woche über essen? Was wollen wir einkaufen und so weiter? Wir können nur so viel kaufen wie nötig. Das heißt vielleicht, wenn es so ein Dreierpack Paprika gibt und ich brauche aber nicht drei, kann ich vielleicht nur eine kaufen. Vorbereiten und aufbewahren ist natürlich möglich. Vorkochen, größere Portionen kochen, einfrieren oder auch mal Sachen zweimal hintereinander essen. Das geht. Ich bin Schauspieler, ich weiß, wovon ich rede. 5 Tage hintereinander Haferflocken, kein Problem. Ja? Und wir können es natürlich mit anderen zusammentun. Das ist eine ganz tolle Sache. Gerade wenn es darum geht, dass ihr selber mehr lernen möchtet, wie kann ich eigentlich vegan einkaufen, vegan essen. Oder wenn ich anderen zeigen möchte, wie lecker veganes Essen schmeckt. Tut euch zusammen mit WG-Partnerinnen, WG-Partnern, Familie, Freunden, Kolleginnen, Kollegen und geht zusammen einkaufen, kocht zusammen. Wenn ihr Kuchen übrig habt, dann gebt den Nachbarn was ab, wenn ihr Menschen seid, die Kuchen teilen. Pff, ich würde sowas ja nie machen. Es gibt in Deutschland einige Adressen, die sich um Lebensmittelrettung kümmern. Etepetete ist zum Beispiel eine Organisation, oder eine Firma, die verkauft hässliches Gemüse, zum Beispiel zu krumme Gurken und zu gerade Bananen. Surplus in Berlin ist ein Supermarkt, der komplett gerettete Lebensmittel verkauft, auch sehr spannend. Es gibt eine App namens Too Good To Go, wo ihr Lebensmittel auch retten könnt. Und worüber ich am meisten reden kann, ist Foodsharing. Gibt es auch hier in der Schweiz, by the way, foodsharing.ch. Foodsharing hat seit 2012, wurde übrigens von Veganer gegründet, by the way, über 21.000 Tonnen Lebensmittel gerettet aus über 5.000 Betrieben und hat mittlerweile über 50.000 Foodsaverinnen und Foodsaver. Und Foodsharing ist wirklich, also seit Veganismus, sind eins der größten Dinge, die mir je über den Weg gelaufen sind, weil meine Frau macht das jetzt seit über 2 Jahren und als sie das erste Mal vom Großmarkt mit über 800 Kilo roten Trauben ankam, dachte ich, yo, alles klar. Es ist wirklich irre und das Problem ist riesig, die Lösung ist einfach. Es geht hierbei nicht darum, Menschen, die bedürftig sind, etwas wegzunehmen. Ganz wichtig. Suppenküchen und Tafeln haben selber noch was übrig, weil die viel gespendet und gesponsert kriegen. Das heißt, bei uns in Düsseldorf ist es so, jeden Freitag können wir zur Tafel gehen und da immer noch 30 Kisten Lebensmittel abholen. In einem Vorort, in einer Stadt, in einem Land. Ja? Wir haben einen Großmarkt, wo wir abholen können, jede Woche. Jeden Tag zwischen 1 und 3 Tonnen Lebensmittel in einem Großmarkt, in einer Stadt, in einem Land. Und es ist wirklich irre. Und ihr könnt euch da anmelden, es ist ein Verein, es ist gemeinnützig, ihr verdient da kein Geld.
Und es ist wirklich einfach. Man muss das nicht in so einem großen Stil machen. Ihr müsst keine 800 Kilogramm Trauben abholen. Ihr könnt es so klein oder so groß machen, wie ihr möchtet. Das Wichtige ist, ihr könnt damit extrem viele Ressourcen retten. Und wenn ihr noch Lebensmittel esst, die tierischen Ursprungs sind und ihr möchtet die Industrie nicht mehr unterstützen, aber ihr braucht so eine Übergangsphase, esst Lebensmittel aus dem Foodsharing. Ja, das ist meistens noch absolut gut. Das ist kein Essen, was schlecht ist. Da ist in 800 Kilogramm Trauben, sind da mal ein paar Trauben dabei, die sind schimmelig. Aber sonst ist das Zeug gut. Denn das Ding ist, die Händler kaufen mehr ein, als sie brauchen. Es ist für die Händler billiger, das Doppelte zu kaufen und die Hälfte wegzuschmeißen, als nur die Menge zu kaufen, die sie brauchen. Und es ist in Deutschland so, dass die Schulmilchlieferanten einen Knebelvertrag haben mit den Herstellern, dass sie auch in den Ferien, in den Schulferien, die Schulmilch kaufen müssen. Das heißt, in den Ferien geht die Schulmilch so unangetastet in den Müll. Also es ist ein riesiges Problem. Ich sage immer, es ist eine Mischung aus Albtraum und Schlaraffenland. Und das Coole ist, es hat einen netten Nebeneffekt, ihr spart einen Haufen Geld. Also ich kenne die Umrechnung von Euro in Schweizer Franken nicht. Ich glaube, es ist ungefähr 1:1. Aber wir geben in einem 3-Personen-Haushalt maximal 50 Euro aus im Monat für Lebensmittel. Und wir haben volle Kühlschränke, wie man sieht. Also es ist der Hammer. Ja, ihr könnt sehr viel bewegen und es kostet euch nichts. Was können wir noch tun für die alten Häsinnen und Hasen unter uns? By the way, ich weiß, es ist ein Haufen Zahlen, es ist sehr erschlagend. Wenn ihr euch eine Sache hier rausgemerkt habt, bin ich schon mega happy. Aber für diejenigen, die sagen, weiß ich alles schon, habe ich noch ein paar Zusatztipps. Plastik. Plastik und Plastikvermeidung ist bei uns mittlerweile so ein bisschen mehr im Mainstream angekommen. Aber wir können uns alle immer noch fragen, wie viel Plastik habe ich eigentlich zu Hause und was kann ich ersetzen? Gerade Kosmetikartikel lassen sich hervorragend plastikfrei kaufen und auch selber herstellen. Zum Beispiel Bambuszahnbürsten oder auch Rasierer. Es gibt verpackungsfreie Seife, verpackungsfreies Shampoo. Natürlich so Sachen wie Tüten, Plastiktüten und sowas sind Dinge, die können der Vergangenheit angehören. Nehmt den guten Jutebeutel mit oder Rucksäcke und Dosen und. Also schaut da einfach mal jeden Tag was oder wenn ihr Dinge in die Hand bekommt, die aus Plastik sind. Fragt euch einfach, muss das aus Plastik sein, was ich habe? Und sucht nach einer Alternative. Da gibt es übrigens eine hervorragende Seite, wastelandrebel.com. Das ist die Shia Sue aus Köln. Die lebt sehr Zero Waste, sehr plastikfrei. Und die hat hervorragende Tipps, wie ihr im Alltag eure Lebensmittel, nicht eure Lebensmittel, die könnt ihr natürlich auch verpackungsfrei kaufen, aber eure Alltagsgegenstände plastikfreier gestalten könnt. Und dann geht es natürlich um Konsum. Generell. Natürlich müssen wir gewisse Dinge konsumieren. Die Frage, die wir uns stellen können, ist, müssen wir immer alles neu haben? Müssen wir immer alles jetzt sofort haben? Ich bin sehr in dieser Geisteshaltung oft, dass ich sage, oh, ich habe ein Problem, welches Produkt kann dieses Problem lösen? www.amazon.com. Furchtbar. Wir müssen nicht immer alles neu haben. Und eine spannende Sache, da bin ich bei einem Vortrag von Wasteland Rebel drauf gestoßen. Was glaubt ihr, wie lange bohrt so eine Bohrmaschine? So eine. Wie lange bohrt so eine Bohrmaschine an reiner Bohrzeit vom Kauf, bis sie weggeschmissen wird? Reine Bohrzeit. 5 Tage? 5 Wochen? 1 Stunde? Wer bietet mehr? Streber. 12 Minuten. 12 Minuten. Sehr gut, sehr gut. Hast du nachgeguckt? Gut. 12 Minuten bohrt eine Bohrmaschine durchschnittlich vom Kauf, bis wir sie dann wegschmeißen. Und das ist furchtbar. Wie können wir einen Gegenstand, den wir so wenig brauchen, dann letztendlich so schnell in den Müll schmeißen? Das heißt, auch da können wir drüber nachdenken, was brauchen wir eigentlich neu? Was können wir gebraucht kaufen? Was können wir auch teilen? Was können wir tauschen? Und da habe ich ein paar Adressen für euch. Zum einen, ich bin sehr stolz, heute in der Schweiz zu sein. Pumpipumpe.ch, großartiger Name. Da könnt ihr Aufkleber kaufen, wo ihr zum Beispiel auf eurem Briefkasten oder an eurer Haustür kleben könnt. Ich verleihe meine Bohrmaschine. Ich verleihe meinen Rasenmäher. Ich verleihe mein Küchengerät. Was auch immer. Da könnt ihr mit anderen Menschen teilen, ganz einfach. Kleidertauschbörsen ist ein Riesending. Wer von euch hat schon mal von Kleidertauschbörsen gehört? Wow. Ach Leute, Schweiz. Geil. Ich glaube, ich ziehe hier hin. Fantastisch. Ja, Kleidertauschbörsen sind ein Riesending. Kleidertauschbörsen bedeutet, ihr nehmt eure Sachen aus eurem Schrank. Und ja, wir haben alle zu viele Klamotten im Schrank, nicht nur die Damen. Und Schuhe und gehen damit zu Kleidertauschbörsen und können die da abgeben und können für umsonst Kleidung mitnehmen. Das heißt, es erspart uns selber sehr viel Geld. Wir können gute Kleidung mitnehmen. Wir kommen vielleicht auf Sachen, auf die wir sonst gar nicht gekommen sind. Und die Kleidung, die meistens übrig ist bei diesen Kleidertauschbörsen, geht gespendet an Menschen, die sie brauchen. Bookcrossing.com ist eine Seite, wo ihr Bücher hinschicken und anfordern könnt, wo quasi Bücher ausgetauscht werden, die ihr lesen könnt, statt Bücher neu zu kaufen, wie so eine
Online-Bibliothek. Und katzensprung.de ist eine deutsche Seite, ich weiß nicht, ob die auch für Schweiz Ziele hat, die zeigt euch nahegelegene und mit dem Zug erreichbare Urlaubsorte. Das heißt, es muss nicht immer Bali sein. Wir können auch an sehr schöne Orte, ich meine, hier habt ihr es eh sehr schön, aber wenn ihr irgendwo weg wollt, könnt ihr auch nachhaltiger reisen. Und da sind wir beim Thema Mobilität ganz kurz. Es ist natürlich klar, Dinge wie Fliegen sind uns mittlerweile ein Begriff, aber wie viel müssen wir eigentlich zum Beispiel Auto fahren? Wer von euch fährt jeden Arbeitstag allein im Auto zur Arbeit oder zur Schule? Okay, ach Schweiz, ihr nervt mich langsam, ihr seid zu gut. Was soll das? Ja, okay. Meistens, wo ich bin, zeigen 90% der Menschen auf. Cool. Genau, also wenn ihr im Auto fahrt, wenn ihr allein im Auto fahrt, dann überlegt, ob ihr vielleicht mit anderen Menschen gemeinsam im Auto fahren könnt. Ansonsten versucht, Fahrrad zu fahren oder mit dem Zug zu fahren. Und ich habe keinen Führerschein, ich weiß, wovon ich rede, es geht alles. Und nein, ich habe ihn nicht verloren, ich bin zu dumm zum Fahren. Und Flüge sind natürlich ein großes Thema. Ich bin dieses Jahr geflogen, ich fand es furchtbar zu fliegen, vor allem, wenn man auch zusätzlich in Plastik verpacktes Essen kriegt. Das Spannende, was ich bei der Deutschen Fluggesellschaft, dem Band Deutscher Fluggesellschaften gelernt habe, ein Langstreckenflug verbraucht letztendlich pro Person pro 100 Kilometer weniger Kerosin als ein Kurzstreckenflug. Was möchte ich dahinter sagen? Nicht fliegt ganz viel nach Bali, sondern versucht nicht nach Bern zu fliegen. Ja, also versucht Kurzstreckenflüge noch mehr zu vermeiden als Langstreckenflüge, denn die verbrauchen letztendlich durch Start und Landung noch mehr Kerosin. Und letztendlich, ich habe das jetzt sehr deutsch eingerichtet, oft ist es so, dass wir gar nicht so unfassbar viel Zeit sparen, wenn wir einen Kurzstreckenflug planen, weil wir allein mit Check-in, Check-out, Boarding und dem ganzen Kram manchmal länger brauchen oder fast genauso lang wie mit einer Bahnfahrt. Hier noch ganz kurz erwähnt ein Thema für die Superpros unter uns. Ich weiß nicht, wem von euch es bewusst ist, aber unser Gemüse und unser Obst ist nicht vegan. Wie geht das? Unser Gemüse, unser Obst, unser Getreide wird auch in Bioqualität mit Dünger gedüngt, der von Tieren kommt, wird mit Hornmehl, Blutmehl, Knochenmehl gedüngt. Und das habe ich in einem hervorragenden Vortrag vom Förderkreis Biozyklisch Veganer Anbau gelernt. Denn es gibt mittlerweile eine Organisation, einen Verein, der sich für rein pflanzlich angebautes Essen einsetzt. Da könnt ihr eine Doppelfolge in meinem Podcast hören. Sehr, sehr spannendes Thema, würde hier komplett den Rahmen sprengen. Aber es ist sehr spannend, denn ihr könnt mittlerweile zertifiziertes, rein veganes Essen kaufen. Es ist spannend. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr Gemüse essen sollten. Wir müssen schon noch was essen. Aber da könnt ihr euch darüber noch informieren. Okay. Das ist alles sehr, sehr viel. Und was sollen wir jetzt machen? Es ist sehr überwältigend, mit all diesen Informationen jetzt hier rauszugehen und zu sagen, ach du Scheiße, die Welt ist so schlecht. Wir können aber eine Menge verändern. Wir können als einzelne Person viel verändern und wir können uns zusammentun. Und was ich in 7 Jahren Firmencoaching gelernt habe, ich habe 7 Jahre lang Führungskräfte gecoacht. Ja, ich. Was haben die sich gedacht? Egal. Was ich da gelernt habe, ist, Kompetenz ist gleich Können plus Wollen plus Dürfen. Also, nehmt das, was ihr am besten könnt. Kombiniert es mit dem, was ihr am liebsten tut. Am allerliebsten. Ob das jetzt Musik machen ist oder fotografieren oder Buchhaltung. Und kombiniert es mit dem, was ihr dürft natürlich. Ja, also werdet bitte nicht zu illegal, aber kombiniert es mit dem, was euch auch am meisten triggert. Das heißt, was auch immer ihr hier jetzt in diesem Vortrag gesehen habt oder in den anderen Vorträgen seht oder gesehen habt oder hier auf der Veggie World seht oder im Alltag seht, das, was euch am meisten aufregt, ärgert, motiviert, kombiniert das mit dem, was ihr am besten könnt und was ihr am meisten machen möchtet. Und damit maximiert ihr euren Impact, euren Einfluss, eure Kompetenz. Das ist ganz wichtig. Und manchmal fühlt es sich an, als wären wir einfach nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ganz klar, ich habe das auch. Ich hatte auch einen ziemlichen Tiefpunkt vor ein paar Wochen und dachte, was kann ich eigentlich erreichen? Ja, also gerade wenn man dann sieht, dass der Amazonas brennt und all diese Dinge. Aber wir sind mittlerweile ein Haufen Tropfen und wir können eine Menge bewegen. Jetzt alleine in in Kalifornien wurde gerade der Pelzverkauf verboten. Das ist auch ein riesen Schritt. Und falls ihr noch einen kleinen Motivationstritt in die Magengrube braucht, hier kommt einer. In den letzten 40 Minuten, wo ich geredet habe, ist Folgendes passiert. 3 Tier- und Pflanzenarten sind für immer ausgerottet worden. 13 Kälber sind in Deutschland, nicht hier, aber in Deutschland, im Mutterleib erstickt, weil ihre Mütter, die Milchkühe sind, in ihrer Milchleistung nachgelassen haben und geschlachtet wurden, also vegetarische Kühe. 22 Wale und Delfine haben sich in Fangleinen und in Fangnetzen verfangen. By the way,
40% des weltweiten Plastikmülls im Meer kommt aus der Fischindustrie. 40% des Plastiks im Meer kommt aus der Fischindustrie. 235 Kinder weltweit unter 5 Jahren sind verhungert. Die Fläche von Berlin wurde an Regenwald abgebrannt. 3800 männliche Küken in Deutschland sind geschreddert worden, weil sie männlich sind und damit nutzlos für die Eierindustrie. 7500 Haie sind weltweit getötet worden. 24.000 Kühe wurden geschlachtet. 5,3 Millionen Hühner und 80 Millionen Fische. In den letzten 40 Minuten. Wir können alle etwas verändern. Egal woher wir kommen, egal wie viel Geld wir haben, ohne Superkräfte, es ist alles einfach möglich. Und um euch das an einem Beispiel zu präsentieren, wie gesagt, ich bin Schauspieler, ich kann gar nichts. Ja? Ich kann nicht tischlern, ich kann nicht mit Geld umgehen. Und trotzdem hat uns das nicht daran gehindert, meine Frau und mich, dass wir 2015 einen veganen Imbisswagen gegründet haben. Den haben wir 2 Jahre lang sehr erfolgreich geführt, haben Tausende von Essen verkauft, haben Tausende von Gesprächen geführt. Ich beschäftige mich seit 2 Jahren ernsthaft mit Fotografie, habe seitdem 4 Bücher fotografiert, 4 Cover-Bücher fotografiert, habe Magazine fotografiert und der Podcast, den ich mache, wurde, stimmt nicht ganz, aber fast, denn Deutschland sollte eigentlich dunkelblau sein. In allen dunkelblauen Ländern haben wir Downloads. Das heißt, ich als Typ mit 2, 3 Leuten im Hintergrund wurde in all diesen Ländern gehört. Wir haben sogar 22 Downloads aus Ruanda. Hammer. Und seit letzten Jahres bin ich Cutter, also Filmschnittkünstler, der weltweit ersten veganen Dokumentationsserie namens Planet Vegan. Die hatte am 5. Oktober in Berlin Premiere, kommt hoffentlich, wenn alles gut geht, Mitte nächsten Jahres auf Netflix. 8 Folgen, komplett über das vegane Leben. Und das sage ich nicht nochmal, weil ich so ein geiler Typ bin, sondern weil ich euch zeigen möchte, dass wir das alle schaffen können. Wenn wir uns wirklich anstrengen, wenn es uns wichtig genug ist, können wir alle etwas verändern. Wir können viel verändern. Wir können als einzelne Person Tausende von Menschen erreichen. Wir leben in einem Zeitalter, wo das geht. Das ist der Hammer. Ist das anstrengend? Ja, definitiv. Ist das unangenehm manchmal? Ja. Ist es manchmal unbequem? Definitiv. Aber ist es das wert? Ganz klar. Und das Tolle ist, toller Nebeneffekt, ich habe die großartigsten Menschen kennengelernt in meinem Leben, die ich jemals kennengelernt habe in dieser Zeit. Und deswegen können wir einfach viel verändern. Und ich bitte euch, geht so große Schritte, wie ihr könnt. Das heißt nicht, dass wir alle sofort von heute auf morgen vegan werden können oder müssen. Wir alle haben unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Standpunkte. Aber wir alle können so große Schritte gehen, wie es geht. Denn das schulden wir definitiv uns selbst, das schulden wir den Tieren, das schulden wir dem Planeten und den zukünftigen Generationen. Also informiert euch gern, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mich gleich noch fragen, aber fragt mich gern, wann immer ihr mögt, schreibt mir, ich antworte immer. Und wenn ihr mögt, schaut euch den Vortrag nochmal an. Und hier sind meine Quellen, wenn ihr selber nachforschen möchtet, wenn ihr selber nachschauen möchtet. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank an meine Grafikerin, die das Ganze in Rekordzeit für mich gemacht hat. Großartige Grafikerin, auch vegan, by the way. Und mir bleibt noch zu sagen, viel Spaß beim Weltretten. Vielen Dank. Vielen Dank, Lars. Wir behalten dich noch ganz kurz hier. Habt ihr noch Fragen vom Publikum, die ihr gerne stellen wollt jetzt? Ich renne dann schnell mit dem Mikrofon zu euch. Ich weiß auch nicht, eben ja. Schon gesagt. Er ist ja Veganer, oder? Genau. Da ist noch ein Schal runtergefallen. Okay. Ansonsten, wenn jemand Fragen hat. Da ist eine Frage? Ja. Ich habe sonst noch eine, aber ich kann, ja, natürlich. Schön. Bitte sehr. Du hast ja sehr vieles gemacht, aber die Frage, wurden die Politiker direkt, oder macht es Sinn, würde es Sinn machen, die Politiker direkt zu informieren? Oder was wird in dieser Richtung gemacht? Es hilft auf jeden Fall, die Politik direkt zu informieren. Es gibt eine internationale Organisation namens ProVeg, also ProVeg, ProVeg.com, der ehemalige Vegetarierbund. Und die arbeiten auch direkt in dem, also die arbeiten in der EU, die arbeiten in den verschiedenen Landesparlamenten und versuchen da auch direkt an die Politik dran zu gehen. Das heißt, je nachdem, wo ihr euch einsetzen möchtet, lohnt es sich auch in einer Umweltschutz- oder Tierrechtsorganisation daran teilzunehmen und denen zu helfen. ProVeg zum Beispiel arbeitet auch direkt mit der Politik zusammen, arbeitet auch direkt mit Firmen zusammen, um
denen zu helfen, nachhaltiger zu leben. Meine Frau hat sich lustigerweise letzte Woche an das Umweltministerium in Deutschland geklebt, mit der Hand bei Extinction Rebellion, und da kam auch das Umweltministerium raus, hat mit denen geredet, und also es hilft definitiv zu schauen, dass die Politik zuhört, ganz klar. Weitere Fragen? Ja? Du darfst keine Fragen mehr stellen. Du weißt schon alles. Du hast vorher gesagt, dass die Lebensmittelindustrie manchmal die doppelte Menge einkauft und dann nur die Hälfte wegwirft, die Hälfte verkauft. Warum genau ist das billiger? Ich kann es dir nicht 100% genau sagen, aber es liegt vor allem daran, dass dass große Mengen generell einfach billiger sind einzukaufen. Also einfach so Bulk nennt sich das im Englischen. Das heißt, je größer die Menge, die du einkaufst, desto mehr kriegst du Mengenrabatt. Und da die aber schon wissen, okay, der Mengenrabatt lohnt sich für mich mehr, wenn ich einfach dann den Rest wegschmeiße, weil die einfach in so riesigen Tonnenzahlen einkaufen, dass sich das dann für die lohnt. Freie Marktwirtschaft zurzeit. Ja. Okay, weitere Fragen vom Publikum? Du hast noch eine. Also das ist die eine Frage, die mir durch den Kopf geht, und wenn wir dann die letzten Bilder jetzt nochmal betrachten, die du gezeigt hast mit den Zahlen, was jetzt gerade abgegangen ist, was gerade lief, während wir hier sitzen und dir zuhören, ist ja schon ein bisschen demotivierend, oder? Und du hast auch das Bild mit den Regentropfen gezeigt, dass wir halt nicht einzeln sind, schon viele. Vorhin vor deinem Vortrag hatten wir ein kurzes Gespräch mit dieser Peak-Zahl. Vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen. Genau. Also es gibt die Theorie oder die Studie, ich weiß nicht genau, dass wir, um nachhaltigen gesellschaftlichen Wandel hervorzurufen, eine gewisse kritische Masse oder einen Peak erreichen müssen, damit sich die Gesellschaft nachhaltig ändert. Das war zum Beispiel bei der Social Justice Bewegung von Martin Luther King so, dass eine gewisse Anzahl von Menschen nachhaltig Widerstand, gewaltfreien Widerstand leisten musste, auf die Straße gehen musste, damit sich die Gesellschaft nachhaltig verändert hat. Und da wird ganz oft von den 3% geredet, dass wir 3% der Gesellschaft nachhaltig sich verändern müssen und auf die Straße gehen müssen und gewaltfreien Widerstand leisten müssen oder informieren müssen. Und ich habe letztens noch mit dem Gründer einer Tierschutzorganisation gesprochen in San Francisco, dem Gründer von Direct Action Everywhere. Und der hat gesagt, dass letztendlich bei der Martin Luther King Bewegung nicht 3% der Menschen nachhaltig widerstanden haben, sondern nur 0,8% der amerikanischen Bevölkerung. Das heißt, das fand ich sehr ermutigend, dass wir letztendlich nur ein Bruchteil eines Prozents, aber auf jeden Fall nur ein paar Prozent der Gesellschaft sein müssen, die nachhaltiger denken, die regenerativer denken, die umdenken. Die müssen nur was tun, und das ist das Wichtige. Es reicht nicht mehr, dass wir für uns einfach still und heimlich konsumieren. Wir müssen rausgehen und wirklich darüber sprechen. Und das, wenn wir eben den letzten Vortrag gesehen haben, möglichst nicht missionierend, sondern informierend. Aber das müssen wir tun. Ja. Und ich meine, das ist sehr erfreulich zu sehen, wie viele Leute heute schon am Vormittag hier waren. Also um 10, als es geöffnet war, waren da schon Leute. Und ich dachte, würde ich um 10 an eine Messe gehen? Und es ist wirklich sehr erfreulich zu sehen, wie das wächst, und ihr alle seid ein Teil davon. Also jede Einzelne und jede Einzelne, die hier sitzt, ist ein Teil dieser Bewegung und kann das nach außen tragen. Und eine kleine Frage noch, weil ich jetzt mehr Kinder gesehen habe und einige vielleicht noch Kinder bekommen werden, wer weiß. So, was würdest du denn einem Kind sagen, um diesem Kind den Mut für ein Heldenleben zu machen? Also einfach wirklich Mut zu geben für ein Heldenleben. Das Witzige ist, den Kindern musst du meistens gar nichts groß sagen. Die verstehen das, weil, also es gibt, ich meine, vielleicht habt ihr sowas gesehen, es gibt im Internet hunderte von Videos, wo Kinder sagen, Moment mal, das Hühnchen, was ich auf dem Teller habe, ist ein echtes Huhn, das möchte ich nicht mehr essen. Wir sind einfach so konditioniert, dass wir das als normal empfinden, dass wir meistens als Erwachsene ein Problem damit haben. Aber Kinder sind aber meistens ziemlich cool, wenn du dem Kind sagst, pass auf, ich werde dich nicht mit so vielen Zahlen erschlagen, aber wenn ich dem Kind sage, so wie wir hier gerade leben, macht das den Planeten kaputt, dann ist das ganz logisch, dass das nicht mehr gemacht wird. Ich habe letztens einen, ich glaube, 17-jährigen Jungen getroffen, der ist seit seiner Geburt vegan, und der ist wütend, weil der kann wirklich sagen, Leute, ihr macht meine Zukunft kaputt. Und das ist so das Ding. Also Kinder sind damit meistens ziemlich schnell, die sehen das sehr logisch. Also man kann sagen, Kinder sind schon Helden, Everyday Heroes, man muss ihnen nur ehrlich sagen, was abläuft. Ja. Damit sie es nicht verlieren. Ja, natürlich muss es auch kindgerecht sein. Ja. Ne? Klar, also man muss Kindern jetzt keine Schlachtvideos zeigen. Aber wenn man Kindern das klar und logisch erklärt, schau mal, diese Kuh ist gleichzeitig dieses Steak,
Es ist meistens sehr, sehr klar. Okay. Vielen Dank, Klaas. Ja, vielen Dank auch. Dass du da warst. Gute Rückreise nach Dankeschön. Ja. Danke. Und wenn noch jemand Fragen hat, ich bin noch neben der Bühne gleich oder unten, frag gerne. Danke.